So, meine lieben Freunde, schaut mal, auf der rechten Seite haben wir Green Mountain, 540 Meter. Heißt, ihr seht es, da oben ist der Turm, da ist der Händler, der Green Mountain Trader. Und wir fahren jetzt mit dem Auto in der Innenansicht. Und ja, wo wir drinnen sitzen, ich weiß, die Farbe Rot ist ein bisschen extrem, aber auch das ist wieder zu haben. Und zwar wie gehabt mit... Ja, ihr seht es, mit Schlüssel. Das Ganze werden wir jetzt platzieren. Es ist zwar nur der einfache Golf 2. Ich glaube, das ist der Golf 2. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Und wir haben hier die erste Ortschaft. Ihr kennt das Haus da unten noch. Da stand zuerst der Ader, den wir verkauft haben, den 4x4. Nicht verkauft, sondern verschenkt. Und jetzt verschenken wir den roten Golf. Da fahren wir mal hier durch die Ortschaft durch. Da sind noch Bauteile zu finden, habt ihr gesehen. So. Ortschaft. Nee, wir fahren weiter durch. Damit ihr mal ein paar Anhaltspunkte habt, ne? Was hier so ist. Oh, nicht so schnell fahren. Nicht, dass wir gleich irgendwo gegenknallen. Denn wir wollen ja, dass ihr dieses Fahrzeug auf jeden Fall unbehütet, unbeschadet bekommt, ne? Von vornherein schon ohne große Schäden. So, Ortsausgang. Jetzt können wir noch ein bisschen Gas geben. Also, schöner Golf 2. Dadurch, dass die Wertigkeit von diesem Wagen natürlich nicht ganz so hoch ist, werde ich noch einen kleinen Geldbetrag hineinpacken, weil doch die Suche ja schon ein bisschen anstrengender ist, ne? Ihr müsst ja von dem Trader, der da hinten war, die ganze Strecke jetzt verfolgen, um einigermaßen in die Richtung zu kommen. Und dann schauen wir uns mal an, wie schwer wir das Ganze noch gestalten zum Ende hinaus. Ob wir ihn tief in einem Wald verstecken oder doch ganz einfach auf der Straße stehen lassen. Auf jeden Fall werden wir so machen. Er hat den Schlüssel im Inventar, so dass ihr ein Fahrzeug habt zum Abschließen. Wertigkeit 18.000 Rubel. Ist nicht ganz so doll, aber ich finde für den Anfang, wenn man eh gerade hier oben in dieser Stadt ist, können wir uns mal einmal das Ortsausgangsschild angucken. Nabnobo. Nabnobo, wenn ich das richtig gelesen habe. Hier werden wir ihn jetzt verschanzen. Hier könnt ihr euch den sichern. Wir schauen jetzt nur noch mal, wo genau. Bisschen versteckt natürlich, ne? So. Jetzt wird auch ein Schuh draus. Ach, guck mal. Fahren wir nochmal den Weg hier rein. Den fahren wir ein bisschen durch. Und dann ab in den Wald. Das muss ja nicht immer alles so offensichtlich rumstehen, nicht? Kann ja auch mal ein bisschen versteckter sein, wo man sich auch mal ein bisschen rausquälen muss, ne? Gerade der Golf 2, der nicht so geländetauglich ist. Eieiei, im ersten Gang. Ach, guck mal hier. Das Ganze werden wir in Zukunft natürlich auch in den Livestreams machen. Auch random, also nicht geplant. Aber wenn ihr das auch verfolgen wollt, und ich glaube, im Livestream werden wir die Wertigkeit sogar noch ein bisschen höher schrauben, denn einen Livestream, einen langen Livestream zu schauen oder einen archivierten Livestream dann noch lange zu verfolgen, wo es da drinne Geschenke gibt, sollte besonders belohnt werden. Und das werden wir natürlich machen. Jeder, der das Ganze mitmachen möchte, kann natürlich in der Videobeschreibung jetzt schauen. In der Videobeschreibung ist der Link zu unserem Twitch-Kanal. Das Ganze streamen wir natürlich auf Twitch. Denn da ist irgendwie Twitch beste. Und ihr könnt das Ganze dann dort verfolgen. Wie gesagt, höhere Wertigkeit als hier in den Videos. Denn ihr müsst da wahrscheinlich ein bisschen mehr schauen. Oh, hier. Hier stellen wir ihn ab. So, Gang raus, aussteigen, prüfen nochmal, das Fahrzeug ist auf, der Schlüssel ist drin. Ihr habt bei dem Fahrzeug 300 Plätze, wir haben 4 Reifen dran,
linke, rechte, vorne, hinten, Tür, Motorhaube, Heckklappe und es ist alles drin. In Rot, nicht ganz so schön, aber dafür halt zweckmäßig, ne? So, wenn ihr das da oben seht, dann seid ihr auf jeden Fall hier in dem Bereich schon mal richtig. Da steht das Fahrzeug. Für den Finder schon mal herzlichen Glückwunsch. Und für alle, die da noch auf der Suche sind, viel Erfolg und viel Spaß. Dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen. Anregungen und Kritik gerne als Kommentar unten rein. Und natürlich, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und euch solche Geschenke ganz schnell sichern möchtet oder auch die zukünftigen Events, müsst ihr mich natürlich abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Und wenn ihr die hochwertigen Geschenke aus den Livestreams sichern wollt, hier auf dem Server, dann natürlich den Twitch-Kanal verfolgen. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.